Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play DayZ mit dem MLZR-Clan. Heute mit dabei der Benny. Servus. Und schaut mal, ich glaube, die haben hier ein Loot-Problem. Was hier alles los ist, was ist das da oben? Munition. Warte mal, was ist das? Epinephrin. Oh, schade. Ja, du brauchst, Mundamin, ja. Mundamin. Ich brauche 357er. Hey, das meint. Ah, ACP-Munition hier. Ich hab ne. Ja, ich hab endlich mal hier. Ich brauch 357er brauche ich. Boah, hier ist alles voll mit Munition. Das ist der absolute Brüller. Warte mal, da kann ich ja gerade mal ein bisschen Muni rauswerfen, oder? Brauche ich für jeden Scheiß Munition. Warum kann ich? Ach, von der FNX, nein. Ach halt, ich muss natürlich noch dazu sagen. Ich begrüße euch unter dem Namen MMCR Daryl und der Benny ist der MMCR Rick. Aufgrund dieser absolut hammerfinal geilen Serie The Walking Dead, was wir jetzt heute einfach mal versuchen ein bisschen nachzuspielen. Deswegen brauche ich unbedingt eine Armbrust. Soll ich eine SKS nehmen? Aber ich habe keine Munition, schon eine lange Sniper-Munition, oder? Nee, die kurze Sniper. Aber die gibt's ja gar nicht. Aber SKS, so viele hier, oder? Voll die Schrotflinte. Hier liegen zwei SKS. Oh, was ist das hier? Ist das eine 45er ACP? Ist 257er? Nee, ne? Nee. Boah, hier liegt ja voll die geile Schrotflinte rum. Was hab ich für eine? Ich hab eine. Was hast denn du für eine Pistole? Du hattest doch eine Pistole ohne ein Magazin. Hier liegen 1000 Magazine. Ja, rum. Ich hab eine 1911 und das ist bloß eine FNX. Ja, lass mir eben durch. Da unten lag eine rote. Ich will so eine rosa Knarre will ich jetzt haben. Hey, hier liegt so viel Zeug rum. Das ist ja der Wahnsinn, ist ja das. Und hier ist offen, ne? Das ist ein Rangefinder. Entfernungsmesser. Gibt es das hier auch schon jetzt für? Was ist denn das? Weapon Flashlight, Christine. Brauchst du eine Weapon Flashlight? Wenn ich ein bisschen Munition hätte für eine SKS, dann ich lieben gerne SKS nehmen, aber vielleicht ich brauchst auch die grauen? Die dunklen, ja, aber der liegt gar nicht. Macht gar keinen Sinn. So viele Waffen und keine Munition. Dann lasse ich doch lieber meine Shotgun hier drin, oder? Ja, ich würde eine SKS nehmen. Das ist viel besser. Ja klar, ist besser, aber ich habe ja keinen. Ja, jetzt gucken wir doch mal in die anderen Stockwerke. Mal ganz ehrlich, hier ist alles voll mit Zeug. Oh. 22er Platzpatronen liegen ja auch jede Menge rum. Oh, mein Leg ist noch im Pain. Wir brauchen immer noch Morphium. Boah, hier ist alles voll, Alter. Gehen wir aufs Dach, mal gucken vielleicht. Oh. Wo ist das Wesen? Wo ist das Trinken? Hier gibt es eine Pistole. Was ist das für eine? CR-75. Oh, Zombie kommt. Derringer 100% Reis. Ja, nimm. Ja, ich hab noch irgendwo 100% Reis, hab ich noch mal. Ich hab 80% und 100% Reis. Wie schnell ist der denn, hä? Was hab ich gesagt, ein Zombie? Ja, schlag doch, Kerl. Boah, ich blut schon wieder. Mal wieder. Da ist immer noch einer. Sag doch, da ist einer. Boah, ich verbind mich gerade, bitte. Da nicht ja, ich habe ja schon einen umgebracht. Achso. Was liegt hier unten? Ach, gleich wieder Video machen, weil ich habe es in der letzten Aufnahme, wo ich sie angesehen habe, gesehen, dass ihr ja gar nichts seht. Ich sah, dass ihr nichts seht. Das liegt hier. Hey, 1000 Dosen und Zeug. Ah, ich habe was gefunden, Was denn? Sag's nicht. Munition. Bitte. Ich habe Munition gefunden. Munition. Für meine SKS. Also ich kann bis eine rein, ne 10 Stück, ja, das ist ja ohne Magazin. Ja, ja, SKS, richtig. Ich kann gleich 10 Stück reindrücken. Ja, super. Ja, wie denn? Wir sind bewaffnet, oder wie? Wir sind voll bewaffnet, ich habe jetzt 20 Schuss SKS. Warte, ich trinke gerade zwei Rasputins. Ich muss auch was trinken, ja. Hey, was ist denn das hier für eine Loot-Auswahl, oder? Echt nicht schlecht. Muss ich mal ein paar Sachen wegschmecken. Lohnt sich das gute Sewing Kit?
Ist aus Leder? Keine Ahnung, habe ich noch nicht. Habe ich noch ich hab nicht eins. Mitgearbeitet. Ich hab dabei, halt, ich brauche eins. Meine Jacke ist fast ruined. Kriegst du ein normales? Oder willst du ein normales? Mir ist egal. Eins halt. Wo bist du denn? Ja, ich schmeiß mal da auf den Boden. Ja, warum isst meiner jetzt nicht? Bitteschön. Warum macht er? Oh, ich glaube Server down. Kann nichts wegwerfen. Ah, ne, hier ist. Was ist da? Cancel current action. Ah, oh, nee, jetzt nicht Server down. Ah, nee, jetzt habe ich draußen liegt. Wo der liegt, guck mal. Ich kann gerade gar nichts machen. So, beim Zombie unten liegt's. Rechter Fuß Zombie liegt's. Wieso habe ich zu wenig? Ja, ich kann halt mein Eat All. Jetzt. Oh, hier liegt. Oh, nochmal 20 Schuss. Ist der Hammer, hey, hier ist alles voll. Also langsam. Obwohl, haben wir jetzt echt mal eine Polizeistation gefunden, die. Die funktioniert. Boah, ich bin hydrated. Endlich mal hellgrün. 31 Schuss von denen. Eigentlich brauche ich ja keine Pistole mehr, oder was? Brauchst du eine Pistole? Ich habe halt gar nichts zum Schießen, ne? Ja, du kriegst eine Pistole und meine Munition dafür. Was ja, ich habe aber keinen Platz für eine Pistole. Geht gar nicht. Hier ist eine CR-527er Karabiner und ein Longhorn ist auch hier. Und ein Longhorn? Weil beide sind auch da. Gut nehmen. Eine Longhorn ist auch da. Was heißt Stitch Self Up? Und hier ist die rosa Pistole, ist auch da. Eine Pink Derringer. Okay. Ich habe mich, glaube ich, gerade selber geflickt. Die Pink Derringer, die finde ich ja geil. Und ein AK Bastock ist auch da. Boah, jetzt wird Zeit, dass ich mal ein bisschen was rausnehme aus meinem Inventar. Ich habe so viel drin. Ja, ich bin komplett voll, weil ich halt. Ja. Ja, brauchst du die Pistole? Ich habe eine Weapon Flashlight und eine Pistol Flashlight und ein Visier und ein Magazin für eine MP5. Und. Ich geb dir die 1911er und 31 Schuss dazu. Halt ich habe keinen Platz, ich habe gar keinen Platz. Ja, weil sonst, ich schmeiß jetzt irgendwas mal raus hier. Ich habe keinen. Ja, dann schmeißt es weg, weil es hat keinen Sinn. Hey, ich bin gerade voll überflutet. Was ist das hier eigentlich? Also Lockpick, ich brauche keinen Lockpick, oder? Brauchen wir Lockpick? Ja, und dieses Dings da, dieses. Ja, warte mal, wo bist denn du? Lockpick und Draht und was weiß ich. Ich habe so viel Zeugs drin, verstehe ich nicht. Hier liegt ja noch mal Zeug. Das sag ich doch. AK Polymer Buttstock. Ja, für AK. Ich sammle 357er 20 Schuss. Das ist doch mein Gewehr. Da habe ich doch ein Gewehr. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich habe immer noch nichts zum Wegschmeißen. Du hast eine Dings, eine. Ja. Ja. Eine Roundbox. Nee. Ich habe dir hier Dings ein PU-Scope in Pristine hingelegt. Für eine SKS? Hm. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Sieht sinnig aus auf jeden Fall, ja. Soll ich mal aufheben? Ja gut. Lockpick. Metal Wire. Boah, Zombie. Bin da, ich gehe mal kurz an die Trepse. Danke. Weil ich bin irgendwie sehr unbegabt gerade mit Zombies. Mach mal die Türe. Hier liegt echt eine rosa Waffe. Das ist die Pink Derringer. Oder der die von Munition. Derringer. Können jetzt Zombies eigentlich schon aufmachen Türen oder nicht? Keine Ahnung. Ich habe jetzt mal die Türen zugemacht. Hier liegt noch Trinken und Zeugs rum. Oh, ein Magazin. Ja, FNX-15. Fernglas. Eine Mosin Compressor. Beatloader für 357er. 357er hast du keine, oder? Eine 357er habe ich.
Aber nicht für Magnum. Ein Also ich habe ein Gewehr, wo 357er braucht. War oben jetzt noch irgendwas, oder? Nee, war nix. Hier liegt noch ein Yellow Dry Pack. Ey, Dozen! Hier sind jede Menge Dozen. Ja, ich weiß, hier liegt so viel Zeug rum. Hey, ist ja der Hammer, oder? PU-Scope. Gleiche wie ich auch, aber liegt hier unten nochmal. Polizei-Jacket. Warte, ich esse nochmal was. Polizei-Uniform-Jacket. Ach komm, das nehme ich jetzt, das ist cool. Ah, oh, geil. Das macht Sinn! Bin ich voll im Police-Gedöns hier. Ah, das macht das richtig Sinn. Oh, was ist hier? ACP-Munition nochmal. Ne, nehme ich jetzt keinen. Ich habe 31 Schuss. Mann, wo kommt denn das ganze Zeug her? Ich bin voll überfordert. Ey, aber ist der Knaller, oder? Das ist echter Brüller. Hä? Was habe ich jetzt eingepackt? Ach, die Dose. Ich habe eine Dose eingepackt. Ich habe mir das Zeug immer die Binde. Wie viel Verbandszeug habe ich denn noch? Hier jetzt alles rum. 50. Boah. Ach, hier liegen zwei. Aber 357er sind das die gleiche Patronen? Wie für die Magnum? 357er sind die gleichen Patronen wie für die Magnum. Weil die Speedloader liegen hier zwei Stück mit jeweils sechs, also du kannst 12 Schuss rausholen. Ja. Oh, das war eigentlich schon eine Idee, ne? Also, weiß nicht, wenn du die 357 hast. Wo ist das? Unten immer noch im Polizeigebäude, oder ja, was? Ja, ich weiß klar, ich will hier unten Loot ohne. Hey, was geht denn hier in dem Polizeigebäude? Liegt Ach ja, wenn ich hier, wenn ich mal was sagen darf, wir sollten vielleicht hier, also, dieses Ding unter Favoriten speichern, ist ja der Hammer. Hier links, guck mal hier. Hier sind wir im Regal drin, zweite von unten, liegen zwei Speedloader. Ah, ich trink mich gerade satt. Ich bin schon über hellgrün. Ich habe mich schon. Ja, ich bin auch hellgrün hydrated, aber nicht energized. Hm. Zombie. Türen sind zu. Was macht er? Dem oh, Zombie. Da drüben liegt. Ich sehe gerade im Gefängnis drüben liegt so viel Zeug drin. Kommen wir hier rein. Zweite von unten liegen zwei Speedloader, 357. Ah, da. Vielleicht kannst du die rausnehmen, wenn die Munition brauchst. Was liegt denn hier alles? Jetzt muss ich wieder meinen. Also wenn noch Durst hast, jetzt sind noch zwei Rasputin Quas, eine Milch, eine Dose, ach 10 Dosen zum Trinken sind hier drin. Glaubst du das? Hier kannst du dich durch essen und trinken. Ja, mache ich doch gerade. Ja, hier in dem. Boah, hier ist alles voll. Hä? Da hat er gerade die Türe aufgemacht? Ich. Und hier sind nochmal 5 Dosen. Was ist denn los? Hier hat sich irgendeiner verschanzt hier drin, da kannst du 2 Jahre aushalten hier. Oh, ich könnte mal Schuhe anziehen. Boah geil, die haben alle reingepasst, gell, bei mir. Zombie? Wo? Was war das für ein Geräusch? Zombie? Warum ist die Türe hinter mir zu? Warum ist die Türe hinter mir zu? Ich habe keine Türe zugemacht. Die Türe war gerade eben nur offen. Benny? Die Türe zu. Rick? Ach, hat er keine Scheiße da. Und draußen die Türe offen. Wer ist rausgegangen? Ich nicht. Warum ist draußen die Haupttür ist offen? Oder können die Zombies jetzt aufmachen? Weiß ich nicht. Wo bist du? Ich bin gerade an der Treppe. Ist jetzt einer reingekommen oder ist da hinten? Bist du? Ich bin da. Komm mir nicht mit so einem Scheiß, hä? Die eine Tür ist auf einmal zu und die andere ist offen, die Haupttüre. Und ich habe nichts gemacht. Ja, hier kann doch keiner durchgerannt sein. Hey, ich sitze ja, weißt du, ich meine. Obwohl, Ich traue dem nicht. Weil echt, ich bin healing. Ein komisches Geräusch war da. Ich esse nochmal was. Und trinken bräuchte ich dann auch noch ein bisschen und dann, ja, dann vielleicht hellgrün ins Gefängnis rein. Gehen wir ins Gefängnis rein, da stehen 20 Dosen zum Trinken. Ja, ich esse doch gerade. Achso. Jetzt. Gefängnis. Dosen. Wo ist ein Gefängnis? Da, wo es geht, da ist links hinter dir. Oh, so, nein, hier rein, holt, andere Seite. Kommst raus. War ich doch gerade. Nein, andere Seite. Wie viele andere Seiten gibt's doch nicht?
Das Gefängnis hier, ja genau, da mit Gitter. Geht da rein. Hier kannst du trinken und essen, das geht nicht. Ich bitte euch alle, schaut euch mal das hier an. Das geht ja gar nicht, hä? Ich nehme auf jeden Fall mal die Dings mit. Mach ich lieber die raus und diese komischen Canned Tuna einpacken, weil die braucht man nämlich nicht. Also Essen, ich habe 180% Reis. Also Essen habe ich mal genug. Plus Dosen ohne Ende. Ja, ich würde nämlich echt sagen, wir laufen jetzt hoch zu den neuen Städten, oder? Die Roadflare kann ich mal raushauen, ich brauche keine. Ich habe zwei Stück. Ich habe sie rausgehauen, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich nehme lieber nur was zum Trinken. So, genau überlegt. Ich mache mal zwei raus. Soll ich mal den Metal Wire, brauchen wir doch nicht, oder? Brauchen wir Metal Wire? Den Draht? Metalldraht, ja. Und wozu? Keine Ahnung. Schmeiß ich auch weg. Komm. Also mein Leg ist immer noch im Pain, gell? Und den zum Aufmachen, den Lockpick, brauche ich auch nicht. Ich hab Schlüssel, ja, wenn ich ja kann man da vielleicht Türen, ja, keine Ahnung, Milchpulver. Kannst Türen aufmachen, ja, aber was bringt dir, wenn der Türe aufmachen kannst? Boah, was Geräusch. Ist denn hier gerade vor meiner... Hörst du das? Ja, ja, das ist mein Geräusch. Ufo, ja, bei mir putzen sie gerade die Straße, weißt du? Also es tut mir jetzt leid, dass das hier... Die meinen halt, ja, bei mir vom Haus ist gerade eine Baustelle. Und die meinen irgendwie, Mensch, wir könnten doch nachts auch mal was tun. Da draußen steht ein Zombie. Okay. Aber das haben sie immer noch nicht ausgemerzt, dass du wackelst ohne Ende, wenn du anvisierst. Oder gibt es jetzt schon eine Taste zum Atemstillstand? Ja, ja klar, gab's schon immer. Ja, echt? Mhm. Hab ich schon immer nicht benutzt. Mhm. Oder wie? Nee, die gab's schon immer, echt. Jungle Boots. Ich denke aber auch nie dran. Also irgendwie habe ich die letzten paar Mal nicht so viel Loot gesehen in 5 Stunden. In allen Häusern. Ja. Ja. Echt herrlich. Absoluter Knaller. Also das muss ich echt sagen. Respekt. Respekt. Also. Die wollen uns wohl noch füttern, bevor wir dann auf Menschenfleischjagd gehen können. Damit wir schön dick und fett werden. Die mästen uns. Ich gehe mal irgendwo hier raus und mach mal. Wo bist denn du? Vorne raus? Ja. Zombie. Ja, weg. Okay. Gehen wir weiter, oder? Ja, ja. Ah, hier, was ist das hier? Richtung Waxhopka. Waxhopka. Nee, ich will ja eigentlich nur nebenher gucken, ob ich irgendwie Morphin... Boah, ich bin healthy in hellgrün. Ja, aber Morphin brauchst du trotzdem. Ich glaube nicht, dass healthy dein Dings gut macht. Nee, macht's nicht. Irgendwann falle ich jetzt um und bin halt tot, aber... Ja, wo um das gesehen hin? Zu haben. Ja, Richtung Norden. Achso, ich habe einen Kompass. Würde helfen, wenn ich einen Kompass ziehe. Drei? Also hier draußen, nicht in der Großstadt, läuft eindeutig besser. Richtung da hoch. Richtung da hoch. Wo bist du denn schon wieder? Ja, ja, ich bin doch da hoch. Hier. Das ist Norden. Da ist Norden. Richtung Kapelle, Richtung oben. Genau. Von mir aus Richtung Polizeistation. Ja, ja. Wie geht's deinem Bein? Ist klasse. Ist ja super Bein. Mein Kopf. Ich hab echt Nackenschmerzen. Aber ohne Spaß, meine Frau sagt schon, ich habe ein Schleudertrauma oder so. Aber ich bin auch sowas von gesegnet da angedockt. Hey, das ist ein Krankenhaus! Oh, oh. Wo bist du denn schon? Eins weiter. Ah, cool, da kann ich auf jeden Fall mal meinen First Aid Kick ein bisschen. Du bist eins weiter, was heißt hier eins weiter? Ich bin bei der Kapelle oben. Nee, das blaue Haus auf der linken Seite. Rechten Seite, sorry. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal meine Bandagen. Zweimal 100% hoch. Ja, ist ein zweiter, also ich bin schon über dem Berg drüber. Ja, was rennst du denn so schnell? Ja, du wolltest über den Berg. Ich suche mal ganz schnell für dich was zum Naschen. Was ist das? Hier gibt es lauter Vitamine und so Zeug. Amphetamine. Valium bringt das was?
Valium, ich will mich nicht beruhigen, ich will. Boah. Ich da ein Sewing Kit, ein großes, hier kannst du ein großes Sewing Kit nehmen, so eins wie ich auch hab. Wenn du brauchst. Ja, ich hab schon aufgehört. Ein ledernes. Was ist denn das hier alles, hä? Voll das Fieberthermometer! Mhm. Kennst du schon auch. Macht keinen Sinn. Ich will nicht wissen, ob ich. Hä? Heatpack. Was ist ein Speedpack? Ein Heat. Hitze. Hitze. It warms up, stay warm for a while. Also, wenn es kalt ist, nimmst du ein Heatpack und dann wird es wieder warm. Boah. Gut. Ein Defri gibt's auch. Mach. Ich habe eine Spritze gefunden. Soll ich mal eben die Spritze nehmen? Ich habe Painkillers für dich. Nee. Ja, die haben ja schon damals nicht gebracht. Nee, die bringen nie was. Aber die Spritze könnte ich jetzt mal auffüllen. In meiner Antibiotika-Zeugs. Kann man mit jetzt. Oh, hier liegt schon wieder ein Lockpiel. Hier ist ein Blatt Papier. Liegt hier noch ein Stift, dann schreibt man was hin. Toll. Go to Terminus. Go to Terminus, genau. Lass uns unser Snack sein. Hä? Ja, ich bin da. Hier liegt eine Waffe. Okay. Hier liegt eine 1911er. Die gleiche, wo ich auch habe. Mit einem Schuss drin. Das ist ein Helm. Aber eine kaputte, eine ruinierte. Oh oh. Skaterhelm. Ein ruiniertes. Pass mal auf, dass hier niemand ist. Wie sehe ich denn aus? Guck mal. Hey. Jo mei. Ja, wie ein Skater, hä? Wie ein Lennon-Nerd. Ein Lennon. Boah. Boah. Der war hart. Der war hart am der war hart am Begreifen, ne? Brauchen wir eigentlich solche Water Purification Tablets, wenn wir dauernd nur vom. Ja, du willst in den See reinkippen und dann trinken, bringt nichts. Na, vielleicht in die Flasche rein. Hier sind nochmal zweimal 100% Bandagen, ne? Ja, ich habe so viel Racks und Bandagen und was weiß ich. Ich bin so voll, ich kann nichts nehmen, ich will weg, ich will verbrauchen. Ja, warte. Mach keinen Sinn. Warte, ich kann nämlich noch zweimal 100 nehmen und ich brauche ja viele. Hier liegt wieder ein Skaterhelm. Das ist der gleiche. Ach, Ich habe meinen wieder hingelegt. Ganz am Anfang von der Ding? Nein, du bist ja ganz woanders. Eingangshalle. Jetzt kommt dieser komische Typ schon wieder und kehrt schon wieder. Hä? Was ist denn das? Heathpack. Habe ich doch gesagt. Cannot the bell Heathpack once activated warm up and stays warm for a while. Cannot be recharged. Ach, der ein Hitzepflaster. Ja, oder wenn es kalt ist, dann wickelst du. Genau, wollte gerade sagen, so ein Hitzepflaster drauf. Alles gut. Also, weiter geht's. Sollen wir uns beide noch nehmen, was? Weil hier liegt auch eins. Was? Hä? So ein Skaterhelm. Sollen wir beide so einen nehmen, oder was? Ja, frage ich ja gerade. Kann man machen, oder? Das ist egal. Wirklich, ja, auch cool. Einen. Ich ziehe einen auf. Gut. Ein bisschen. Siehst ein bisschen so nahkampfmäßig aus, ne? Auch nicht schlecht. Ja, komm, lass mal. Hat was. Warum laufen wir eigentlich vorne raus? Der weiteste Weg zum Horizont. So, wir müssen jetzt hier hoch Richtung Kirche da oben, oder? Oder da nee, so hier Richtung. Ja, Straße lang, so, die Richtung. Du und dein Blubber im Hintergrund. Ja, hey, es geht gar nicht, hey, ich verstehe mein eigenes Wort gerade nicht. Aber die müssen halt die Straße saugen, jeden Abend. Um 8:30. So lange wie die das machen, ist in der Autobahn? Nein, die müssen langsam fahren. Ich hab einen Zombie hinter mir, ich hab einen Zombie. Zomse! Oh, mach mal Zomse, ich lauf hier durch. Wart kurz. Irgendwo will ich ja eine. Hier ist überall alles voll mit Essen und Trinken und. Bist du in einem Haus drin? Ja, ja, komm grad wieder raus. Ich bin vorne an der Straße. Jo. I came behind you. Next to you. Front of you. Da wieder Zombie. Was
denn du mit den Zombies? Ach, da kommt da. Ja, ja, dann wir laufen weiter. So. There's someone behind you. Überhaupt eine ESK ist. Ja, Wahnsinn. Und ich habe sogar 20 Schuss dazu. Oh. Skaterhelm. Ja. Irgendwie ja. Aber wenigstens Erkennungsmarke. Kommt der Busch da oben. Bitte? Da kommt der immer noch, der rennt ja immer noch hinter uns. Ja, ja, die brauchen immer ein bisschen. Der Fred vom Jupiter. Ah, da sind Schilder. My leg is in pain. Wir brauchen dringend mal ein bisschen Morphin. Was zum Essen. Ja, ich würde auch gleich sagen, wir machen gleich mal einen Folgenpäusel an. Dann Waxopka. Waxopka. Das muss ich mal eben hier umschichten. Waxopka. Waxopka. Oh, Zombie. Ah, da. Benni, kannst du mich beschützen? Ja, ja, ich bin's da bei dir. Wir müssen jetzt in Waxopka müssen wir straight nach Norden. Kapruhe. Moment, wir laufen doch jetzt gerade nicht in Blödsinn, oder? Ja, ich verlasse mich da mal voll auf dich. Jojojo. Nee, schon Richtung Waxopka und dann Richtung Norden. Oder von hier aus gleich Richtung Norden. Stimmt auch. Warte, machen wir Richtung Norden. Muss was trinken? Ich hab schon wieder dunkelgrün. Na, ich bin noch. Keine Ahnung, hab noch nicht. Ah, Waxopka ist Norden. Okay. Ah, wir kommen dann also von unten Richtung Kap. Ja, okay, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja, Wahnsinn, das bezweifle ich. Wir sind Pass Grovka, wie auch immer, so grün geschrieben. Auf unserem ausgedruckten. Wir gehen grün. Wir gehen gar nichts. Wir gehen drauf. Ja, der Boxer. Boxer. Hm? Stimmt mit dir nicht. Dieses Doppeldrücken geht immer noch nicht. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Kann ja nichts mit dem PC zu tun haben, mit der Tastatur, ja gut. Ich habe es auf dem anderen Rechner noch nicht probiert. Da bin ich des Spielens säumig geworden. Wo bist du denn jetzt schon? Ach, da drüben. Rechts. Ich bin noch nicht auf der Straße, mitten auf der Straße ist immer doof. Ah, halt, Norden ist aber hier lang, ne? Ach so, willst du. Oh. Ich will straight Richtung Norden oder willst du eine Stadt machen? Nö. I am rapid, ich bin hot. Ich bin warmly up. Bin ich auch hot? Ja, ich bin auch hot. Orange-grün. Da vorne ist eine Stadt. Ja, da würde ich sagen, da machen wir dort eben ein Polkenfäuslein, oder? Ja, dann gucken wir. Wir haben jetzt zwar ewig lang gelootet, aber ganz ehrlich, das muss man auch mal zeigen. So viel Loot muss man zeigen. Also letztes Mal, wo ich hot war, also extrem hot, dieses rote hot, habe ich einfach meine Jacke ausgezogen, dann ging's. Hm. Aber ich würde sagen, wir laufen hier eben in die Stadt und dann gucken wir mal. Die kannst du was wegschmeißen, meine Jacke. Ja, meine ja. Ja, aber die sind ja voller Loot-Sachen. Ach so, stimmt auch. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ich habe nur einen 2-Slot, weißt du. Hm, wo ist das? Da stand was außen dran. Oder Topopo war. Hm. Hier gibt es komischerweise nicht so viel Loot. Gibt's gar nichts. Die Stadt müssen wir uns merken, wo wir waren. Auf dem Server. Das ist so ein komplett all loot in one town. All loot in one. Nein, ich würde das sagen, machen wir da eben vorne den grünen Haus, oder? Den grünen zweistöckigen. Weil ich brauche ja auch noch irgendwo ein bisschen Medizin.
Müsin. 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 Der ist am Wohnen. Na, hier gibt's gar nichts. Ja, eben. Nicht mal irgendwie. Ja, gar nicht. Hä? Naja, nee, aber da würde ich sagen, bye bye und bis zum nächsten Mal bei Let's Play DayZ mit dem MMCR Clan. Bye bye, tschüss.